Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es rund um das Thema Therapie. Wo gehe ich zuerst hin, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir nicht gut geht? Wie finde ich einen Therapieplatz? Wie finde ich vielleicht sogar auch den richtigen Therapeuten für mich? Wo kann ich überall danach suchen? Und auch was für Therapieformen gibt es eigentlich? Denn nicht jede Therapieform wird von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Deswegen fangen wir direkt am besten damit an, würde ich sagen. Es gibt 4 Therapieformen, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Das ist einmal die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die kognitive Verhaltenstherapie und die systemische Therapie. Was genau diese 4 Therapieformen beinhalten, zeige ich euch einmal hier. Das ist eine Übersicht von Hello Better. Auf der Seite könnt ihr alles darüber finden, was vielleicht zu euch auch passt und welche Therapieform für euch geeignet ist, wie lange die so andauern und was dort beinhaltet ist. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann gerne mal durchlesen. Ich persönlich mache eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, wo ich sehr viel in die Tiefe gehe. Wir schauen dann immer, wo die Ursachen von meinen ganzen Schwierigkeiten und Verhaltensmustern liegen und kombinieren das tatsächlich ein bisschen mit einer kognitiven Verhaltenstherapie, wo ich dann lerne, anders mit gewissen Situationen umzugehen. Für mich ist diese Mischung perfekt. Ich weiß aber auch, dass es nur sehr, sehr wenige Therapeuten gibt, die quasi beides beherrschen. Also meistens ist es so, dass Therapeuten eine Sache können, sehr gut können und bei den anderen eher nicht so gut sind. Aber wenn ihr jemanden findet, der mehrere Sachen kann, dann ist das sehr, sehr, sehr von Vorteil. Aber wo fangen wir dann eigentlich ganz genau an? Noch bevor wir rausfinden, was für eine Therapieform wir haben. Denn wenn ich zu Hause sitze und merke, dass es mir nicht gut geht und das Gefühl habe, dass ich Hilfe brauche, dann muss es ja irgendwie einen Anlaufweg geben. Ich rate tatsächlich als allererstes immer dazu, weil ganz viele sagen, ich bin mir unsicher, ob ich eine Depression habe oder nicht, ob das einfach nur eine Phase ist. Ich habe es damals so gemacht, dass ich wirklich im Internet solche Selbsttests gemacht habe. Ich warne davor auch und sage, dass wenn nach einem Test da steht, dass ihr irgendwas habt, dass es natürlich nicht zu 100% der Wahrheit entspricht. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel 10 Tests raussuche und alle 10 verschiedenen Selbsttests mache, die bunt gemischt aus dem Internet sind, und alle 10 Tests in die gleiche Richtung tendieren, dann kann da schon was dran sein. Und wenn es alles in die gleiche Richtung tendiert, kann ich euch nur empfehlen, zum Hausarzt erstmal zu gehen. Das war mein erster Schritt. Beim Hausarzt sagen, was ihr merkt, was anders geworden ist, wie es euch damit geht. Was auch hilft, ist, sich das vorher vielleicht mal aufzuschreiben. Wenn ihr Situationen habt, wo ihr merkt, oh, irgendwie bin ich gerade anders, als ich mich selbst kenne, oder diese Situation nehme ich anders wahr als sonst. Und daran würde ich jetzt festmachen, dass ich, glaube ich, in einer Depression stecke. Schreibt euch diese Situation auf und nehmt diesen Zettel dann auch sehr gerne mit zum Hausarzt. So könnt ihr auch direkt zeigen, da, 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 da und da, sagen, dass ihr da Hilfe benötigt. Ich persönlich würde auch dazu raten, wenn ihr sagt, ich schaffe es alleine nicht, nehmt eine Freundin mit. Versucht es auf jeden Fall, wenn ihr das Gefühl habt, es alleine nicht zu schaffen. Ich finde, das ist überhaupt keine Schande, auch wenn ganz viele Leute das immer noch nicht verstehen, dass man Dinge nicht alleine schaffen kann. Gerade wenn man in eine Depression reinrutscht oder vielleicht schon längst drinsteckt, dann braucht man einfach Unterstützung. Wenn ihr dem Hausarzt dann alles erzählt habt, dann wird er euch höchstwahrscheinlich eine Überweisung zu einem Therapeuten geben, weil die bekommt ihr von eurem Hausarzt dann. Wenn euch der Hausarzt Antidepressiva verschreiben will, kann man machen. Ich weiß nicht, ob ich meinem Hausarzt da trauen würde. Ich tendiere dazu, erstmal zum Therapeuten zu gehen und das dann nochmal zu besprechen, um dann zu gucken, ob er dir auch Tabletten verschreiben kann. Falls nicht, bräuchte man dann noch zusätzlich einen Psychiater. Aber erstmal abzuchecken, wo die Grundlage überhaupt gerade ist, was das Problem ist, und ein Erstgespräch einfach einzufordern. Jetzt kommen wir dazu, wo genau finde ich denn Hilfe? Und da gibt es tatsächlich sehr viele Möglichkeiten. Ich werde euch die jetzt einfach mal alle aufzählen. Und wie genau ihr das dann alles findet, werde ich euch in der Videobeschreibung unten im Text auch nochmal hinschreiben. Ich werde euch nämlich zu allen Plattformen, die ich hier so erwähne, einen Link reinpacken, damit ihr das direkt anklicken könnt und auch direkt dann zu den Hilfen kommt. Wenn ihr schon mal beim Hausarzt seid, fragt ihn am besten direkt, ob er eine Liste für euch hat mit den Therapeuten und Therapeutinnen, die so um euch herum sind, im Umkreis. Meistens haben die sowas dort liegen. Falls nicht, könnt ihr anrufen bei der Psychotherapeutenkammer, bei den kassenärztlichen Vereinigungen, bei eurer Krankenkasse selbst. Auch das hilft manchmal, wenn man dort einfach mal nachfragt und auch fragt, ob die irgendwie wissen, welche Therapeuten gerade noch Kontingent haben und welche nicht, weil ganz viele ja auch voll sind. Dann hilft es ganz normal, einfach zu googeln, euch einfach mal durchzuschauen
Und dann gibt es online noch einige Seiten, zum Beispiel die Seite therapie.de. Dort gebt ihr einfach eure Postleitzahl ein und dann werden euch alle Therapeuten und ich glaube sogar auch Heilpraktiker und sowas alles angezeigt, die in eurer näheren Umgebung sind. Dann gibt es die Seite psychinfo.de. Die läuft genauso ähnlich. Da könnt ihr auch noch angeben, ob es von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden soll, ob es, glaube ich, Mann oder Frau sein soll und welche Therapieverfahren und so. Also da könnt ihr nochmal richtig schön gefiltert alles eingeben, was ihr sucht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, über die 116 117 nachzufragen. Ihr könnt dort anrufen. Ich habe aber auch eben schon mal gegoogelt und es gibt online auch die Möglichkeit, genau so nach Therapeuten zu suchen wie bei den anderen über eine Suchmaschine und auch den Link werde ich euch natürlich unten hinpacken in die Videobeschreibung. Ich selber habe meine Therapeutin auch übers Internet gefunden. Ich habe bei Yameda, heißt das glaube ich, yameda.de oder so geguckt. Da sind auch immer gleich Bewertungen mit bei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher für mich immer gesagt, ich gehe nur zu einem Therapeuten, wo ich vorher ein Foto irgendwie im Internet von finde und wo ich sage, ja, passt oder passt nicht für mich. Bei mir ist es sogar so, dass ich auch wirklich Wert darauf lege, dass es eine Frau ist. Ich glaube, zu einem Mann würde ich nicht gehen. Hat Gründe. Und auch da darf man wählerisch sein, weil es ja wichtig ist, dass ihr die Therapie wirklich für euch macht und es soll ja euch voranhelfen und das macht ihr ja nicht für den Therapeuten. Meine jetzige Therapeutin hatte weder ein Foto drinne von sich noch sonst irgendwie groß was über sich stehen, aber sie hatte richtig gute Bewertungen. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, zu sagen, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ich war sehr kritisch, aber ich bin heute total froh, das gemacht zu haben. Und auch so ein bisschen meine Prinzipien dadurch gebrochen zu haben und gemerkt zu haben, dass man auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen muss. Weil wenn ich immer nur in dieser Bubble gewesen wäre, zu sagen, ich gehe nur zu Therapeuten, die auch eine tolle Internetseite haben, dann wäre ich, glaube ich, heute nie bei meiner jetzigen Therapeutin gelandet. Und der Grund, warum sie keine hat, ist erstens, weil sie sich mit dem Internet, glaube ich, einfach nicht so gut auskennt. Und zweitens ist die so voll, dass sie eh gar keinen neuen Patienten braucht, sodass sie das großartig noch irgendwie preisgeben muss, dass sie Therapeutin ist. Deswegen kann man das nie wissen, ob das jetzt gut ist, wenn die eine tolle Internetseite haben oder nicht gut. Natürlich zeigt das Professionalität, finde ich, irgendwie auch so ein bisschen. Aber meine ist ja jetzt auch nicht unprofessionell. Also man kann nach solchen Kriterien einfach überhaupt nicht gehen, sondern guckt vielleicht auch in den Bewertungen, was überwiegt. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich welche gesehen habe, wo Negatives überwiegt und ich die sogar vielleicht kannte, hat auch das meistens gestimmt. Also bei Bewertungen sollte man natürlich immer vorsichtig sein und trotzdem, wenn die Mehrheit wirklich einer Meinung ist, dann ist es meistens auch so. Wenn ihr aber absolut keinen Therapeuten findet, weil ständig alle voll sind und keiner euch einen Therapieplatz anbietet, dann ist es so, dass ihr 5 Absagen braucht innerhalb von 3 Monaten von Therapeuten, die kassenärztlich sind. Wenn ihr diese 5 Absagen habt, bittet am besten darum, die schriftlich zu bekommen oder versucht das irgendwie festzuhalten, dass ihr da angerufen habt, also so, dass ihr das wirklich widerlegen könnt, dass ihr das wirklich getan habt und dass diese Absage einfach gekommen ist. Dann könnt ihr euch damit an eure Krankenkasse wenden, denn wenn das der Fall ist, ist die Krankenkasse dazu verpflichtet, euch einen Privatzahler-Therapeuten, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall einen Therapeuten, der eigentlich für Privatzahler ist, zu bezahlen, weil wenn ihr eine Psychotherapie braucht, dann braucht ihr die und dann braucht ihr die, auch wenn alle anderen voll sind. Manche Krankenkassen sind da ein bisschen schwierig, aber ich kann euch sagen, dass es da einfach auch Gesetze gibt und wenn ihr das alles schriftlich gut nachweisen könnt und wie gesagt 5 Absagen innerhalb von 3 Monaten, dann könntet ihr euch dann eine Privatpraxis suchen und wenn ihr das getan habt, dann kann die euch noch schriftlich geben, wann eine Therapie dort möglich wäre. Auch das könnt ihr eurer Krankenkasse dann mitteilen und so kommt man dann dazu, dass man eine Therapie machen kann, auch bei einem Therapeuten, der eigentlich nicht für kassenärztliche Sachen ist. Ich glaube, noch eine der allerwichtigsten Fragen ist, wie merke ich denn, ob ein Therapeut zu mir passt oder nicht? Und was ist, wenn es nicht passt? So viele von euch schreiben mir immer, dass sie jetzt so lange auf einen Therapieplatz gewartet haben, endlich das Erstgespräch irgendwie hatten und merken, es passt einfach nicht. Sie fühlen sich nicht wohl, sie kommen nicht in Kommunikation und dann darüber nachdenken und mit sich ringen, ob sie das nicht vielleicht trotzdem durchziehen sollten, obwohl sie sich dort nicht wohlfühlen und nicht öffnen können. Das ist natürlich nicht gut und das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Denn eine Therapie macht ihr wirklich für euch. Ein Therapeut ist lediglich jemand, der euch ein bisschen was mit an die Hand gibt. Aber alles, was er euch an die Hand gibt oder sie, das müsst ihr selbst verarbeiten, selbst bearbeiten und selbst
im Kopf irgendwie ja verstehen, es muss ankommen, ihr müsst in Arbeit kommen. Da hilft es aber nicht, wenn ihr das mit jemandem versucht, mit dem ihr euch überhaupt nicht grün seid. Ich kann das total verstehen, dass man sagt, ich habe jetzt 4 Monate gewartet oder 5 oder 6 oder vielleicht sogar 3 Jahre, habe jetzt endlich einen Termin. Und dann passt das einfach nicht. Das ist so ein Schlag ins Gesicht. Und ich kann auch total nachempfinden, dass der erste Gedanke dann so ist wie, was ist eigentlich mit mir nicht richtig, dass ich nicht mal mit einem Therapeuten klarkomme? Selbst da ecke ich ständig an. Selbst da schaffe ich es nicht mal, mich irgendwie ein bisschen anzupassen. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Gedanke dann sehr oft da ist und vor allem sehr intensiv. Aber das stimmt nicht, denn jeder Mensch hat seine Eigenart und nicht jeder Mensch kommt mit jedem anderen Menschen klar. Deswegen lasst euch auf mehrere Listen bei mehreren Therapeuten direkt schreiben. Ihr nehmt da auch niemanden den Platz weg, sondern ihr schaut für euch, wo es passt. Und wenn es passt, sagt die anderen Sachen alle ab, sodass wieder mehr freie Plätze für die anderen dann sind. Lasst euch vor allem auch gerne Termine geben, wenn jemand kurzfristig absagt. Also erwähnt, dass ihr euch gerne auch spontan anrufen könnt, wenn mal jemand absagt, dass ihr dann vorbeikommen könnt für ein Erstgespräch. Das hilft immer sehr. Und vor allem hilft es auch, nochmal anzurufen, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, 1 Monat lang keine Rückmeldung kam oder 2, dass ihr nochmal nachhakt, um zu zeigen, dass ihr wirklich Interesse daran habt. Es ist schlimm genug, finde ich eigentlich, dass man immer wieder Interesse an einem Therapieplatz zeigen muss. Aber anscheinend ist das halt irgendwie so. Deswegen bleibt da dran und dann würde ich mal sagen, mit diesen ganzen Tipps hoffe ich, dass ihr da ein bisschen klarer jetzt durchsehen könnt, dass ihr vielleicht auch für euch schauen könnt, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, was brauche ich vielleicht, was brauche ich nicht und da wirklich für euch eine gute Entscheidung treffen könnt und dass ihr, wenn ihr noch keinen Therapieplatz habt, hoffentlich bald einen findet. Und ich wünsche euch allen auf eurem weiteren Weg, ob mit Therapie oder ohne, natürlich alles, alles Gute. Jetzt kommen wir nochmal zu einem kleinen Off-Topic-Thema, denn es gibt etwas Neues in meinem Online-Shop und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Es sind Kämpferherz-Kuschelkissen. Wie schön kann das bitte sein? Ich schwöre es euch, ich habe mich so gefreut, als wir die endlich hatten, weil ich unbedingt was zum Kuscheln im Online-Shop haben wollte. Wir haben die einmal in schönem Schweinchenrosa und einmal in einem Mintfarben. Mint, Türkis, so ein bisschen Neon. Auf jeden Fall sind die super flauschig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich versuche das mal. Die sind halt einfach wirklich mega flauschig, mega weich und man kann die so richtig schön. Ja, die sind halt nicht steif. Also ein Kissen, was steif ist, finde ich total schlimm irgendwie. Deswegen habe ich darauf geachtet, dass die schön flauschig, fluffig und weich sind und dass sie euch vielleicht gerade an schlechten Tagen ein bisschen Wärme spenden, dass ihr euch nicht alleine fühlt, dass ihr ein bisschen euch einkuscheln könnt und vor allem, dass ihr wisst, ihr seid nicht alleine. Wir sind so viele Kämpferherzen auf dieser Welt. Das ist wirklich unglaublich und ich finde es immer wieder schön zu sehen, dass einfach niemand alleine damit ist und dass wir so viele sind und ich glaube, dass wir noch ganz viel alle gemeinsam damit erreichen können. So, das war's für heute mit meinem Video. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet für euch. Wenn ihr noch weitere Infos habt, wie ihr zu eurem Therapieplatz gekommen seid oder was noch helfen kann, Tipps, Tricks, alles, was euch einfällt, haut das bitte in die Kommentare, weil es so, so wichtig ist, dass jeder, dem es schlecht geht, irgendwie Hilfe bekommt und so können wir gemeinsam allen helfen. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst und nicht vergesst, mich hier zu abonnieren und schaut natürlich sehr gerne auch auf Instagram vorbei, da bin ich täglich aktiv und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Tschüss!